Mein Name ist Dieter Bohlen. Ich bin zweifacher Weltmeister in Rappen und das ist mein Einkauf von. Ich war gerade einkaufen und habe das hier gekauft. Nein. Hab mir zwei Tüten gekauft. Und die werde ich jetzt schön auspacken und zeigen, was ich gekauft habe. Im Großen und Ganzen ist es ein schön männlicher Einkauf. Ich muss noch ein paar Täckchen, paar Tage durchhalten, solange hier meine weibliche Kochassistentin nicht wieder zurückgekommen ist. Und erste Produkt, ich greife einfach rein, ist Magico Family Cappuccino. Ich trinke normalerweise Latte Macchiato, aber ich dachte mir, diesmal kaufe ich mir etwas stärkeres Cappuccino, ganz stark, wie man weiß, und mit irgendwas, also mit Handy. Es ist eine sehr, sehr fette Dose, sind insgesamt 500 Gramm. Steht ja auch Family. Cappuccino ist für eine ganze Familie quasi und das ist mit feiner Kakaonote, ganz krass, mit ein bisschen Kakao. Ja, wollte ich mal ausprobieren. Das ist eine bisschen größere Packung, wird ein bisschen länger halten. Ich trinke sowieso nicht so oft Kaffee, aber manchmal für den Genuss und vielleicht schmeckt das ganz gut. Ich weiß, Pulverkaffee, wahrscheinlich mit Pulvermilch, nicht so das Allerbeste, aber trotzdem wird es safe ein bisschen schmecken. Ich greife wieder rein. Kassenbon. Ah ja, genau. Das kostet 2,50 €. Ja gut, okay. Für Fleisch eigentlich doch irgendwo in Ordnung, aber weiß ich nicht, es hat schon wehgetan, so viel Geld zu zahlen. Das ist Bacon geschnitten. Pro Packung 125 Gramm. Also eine Packung würde reichen, beispielsweise mit Eiern so Frühstück zu machen, aber ich bin zu faul, um sowas zu machen. Ich erkläre gleich, was ich damit machen werde. Als nächstes, ah ja, lange nicht mehr gegessen, Hörnchen, Schokohörnchen mit Schoko, nicht mit Vanille. Normalerweise esse ich kein Schokolade, aber Schokocreme geht noch irgendwo und ich hatte irgendwie gar keinen Bock auf Vanille. Ich habe Vanille angeschaut, hat mir gerade nicht so gemundet. Ich habe die Dinger schon sehr lange nicht mehr gegessen. Es sind schon paar von denen, 1, 2, 3, ja, irgendwie 6 Stück. Kostet 1,50, glaube ich, ganz guter Preis. Für 2 Tage Genuss, würde ich mal sagen. Zucker ist hier 23 Gramm pro 100 Gramm. Wie viel Gramm ist es? Also mehr als 100, oder? Safe mehr als 100. 288, das heißt, das sind irgendwie 50 Gramm. Wenn man das Ding frisst, dann hat man sein tägliches Zuckergehalt Limit erreicht. 50 Gramm pro Tag sollte man essen. So, dann fangen auch schon die Meisterwerke an. Das ist jetzt ein Special-Ding, den ich mir geholt habe, habe ich noch nie gegessen. Von Cup Noodles Tasty Chicken Asian Style Soup. Soup. Ja, weiß ich nicht. Wollte ich mal ausprobieren. Ist was Neues. Ist so ein typisch asiatisch Ramen-Verpackung mäßig. Vielleicht wird es schmecken. Ist ziemlich leicht. Ist nicht so viel drin vom Gefühl her, aber ja, mal schauen. So, dann, ich finde, das ist so die leckerste Chipsfirma. Lace ist es, oder? Ist es Lace? Ne, das ist Lorenz. Ja, moin. Okay, dann ist es Lorenz. Ich dachte, das ist Lace. Ne, das ist Crunch Chips. Hä? Welche Firma ist das jetzt? Keine Ahnung. Irgendeine Firma ist es mit Paprika. Und die Firma mag ich wirklich sehr vom Geschmack her. Die sind nicht zu trocken, die sind nicht zu. Ja, die sind nicht zu trocken. Das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Vergleich. Ich mag die. Die sind ziemlich groß und fest und das mag ich. Okay. Als nächstes einmal oder zweimal, besser gesagt, zweimal die wunderschönen Penny-Säfte. Ich weiß nicht, ob die original von Penny sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die nur in Penny verkauft. Zumindest bei mir in Düsseldorf. Pfirsich ist der Geschmack, wie man ziemlich gut erkennen kann, und die Firma ist Paradiso. Ich finde, genau diese
Saftsorte und auch Firma, Marke am allerbesten. Wenn ich irgendwas trinken will im Bereich Saft, dann ist das der Luxus über Luxus und kostet nur 80 Cent pro Packung, glaube ich. Baller ich mir so beim Essen eine Packung rein quasi. Ja, das war's auch schon. Jetzt sind nur noch die restlichen Suppen geblieben. Die alle auf den Boden gefallen sind. So, ich habe mir jeweils zwei Packungen von jeder Sorte geholt, die sie gerade gehabt haben. Das sind die Thai Chef Nudeln. Es gibt ja noch die Yam Yam Nudeln, die originalen quasi von ganz früher, die jeder gegessen hat. Aber leider finde ich die Yam Yam Nudeln nicht mehr. Und diese Thai Chef Nudeln, die sind fast genauso wie die Yam Yam Nudeln. Auf jeden Fall vom Geschmack, Zubereitung und alles und auch Verpackung her fast gleich. Ich habe sogar die Vermutung, dass Thai Chef nur der Name der Firma ist. Also die haben den Namen einfach geändert von Yam Yam Nudeln auf Thai Chef. Aber die Nudeln die gleichen sind, ganz normal aus Japan oder aus Asien generell. Das Beste vom Besten, ich würde mich nicht wundern, wenn das hier besser schmecken würde als das hier. Und das hat 1,20 Euro gekostet, das hat 49 Cent gekostet. Zumindest waren die sehr oft viel leckerer als und besser als und auch wahrscheinlich gesünder im Endeffekt. Wobei, wen lüge ich hier an, als richtig, richtig teure Nudeln. So Dinger, die mir 2 Euro gekostet haben von Maggi oder sowas. Ganz schnell nochmal die Sorten. Das ist jetzt mit Rind. Das ist mit Curry-Huhn. Das ist mit Ente. Und das ist mit Huhn. Nur mit Huhn. Ah ja, okay. Dann habe ich 2 mal Huhn gekauft. Ja, aber das ist Curry mit Huhn, das ist mit Huhn. Genau, von jeder Packung habe ich 2 Mal geholt und ich werde mir, wie ich vorhin schon Speck erwähnt habe, werde mir das mit Speck und ich habe noch ein paar Cherry-Tomaten zusammen kombinieren. Speck, Cherry-Tomaten, diese Nudeln, alles zusammen mit Wasser, boom, werde ich mir reinziehen. Das wird mein Essen sein in den nächsten Tagen, zusammen mit diesen Süßigkeiten hier mit Hörnchen und den Chips und ja, mal sehen, was ich als nächstes kaufe. Verpisst euch.